Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem allerersten Vlog auf diesem Kanal. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die schlechte Videoqualität. Ich habe nur mit meinem Handy gefilmt. Aber ich wollte euch ein bisschen was von der Gamescom mitbringen. Wie mein erstes Erlebnis war dort. Viel Spaß mit dem Video. So, im Hintergrund seht ihr jetzt noch ein paar Szenen, wo ich einfach durch die Hallen gelaufen bin. Und wenn ihr sowas öfter sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann werde ich mich vielleicht mal dran probieren, mir vielleicht eine Vlog-Kamera zu holen oder so. Oder einfach solche Videos zu machen. Ab und zu mal. Ich möchte jetzt noch ein bisschen über meine persönliche Meinung reden. Über die Gamescom dieses Jahr. Ich war die letzten Jahre leider nicht da. Und ich war auch nur einen Tag da. Das heißt, für Leute, die nur einen Tag bleiben, das ist jetzt... Also das Video ist jetzt informativ für die Leute, die nur an einen Tag bleiben. Für die Leute, die eine ganze Woche geblieben sind, kann ich bestimmt auch irgendwas dazu sagen. Also, ich muss ja wirklich sagen, dass... die Gamescom ist unfassbar riesig. Also, wer noch nicht auf der Gamescom war, kann man sich schlecht vorstellen, weil... Ich dachte auch so, ja, die ist schon groß, aber, ne? Aber man geht dann in diese Hallen rein und es ist einfach riesig. Einfach riesig. Und das überwältigt dann erstmal. Also ich bin die ersten Runden erstmal durch die komplette Gamescom gelaufen mit offenem Mund und völlig am Staunen, weil das ist halt schon ein krasses... Das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Also so hat es sich für mich angefühlt. Dann hatte ich ein Problem. Ich bin erst 15 und die ganzen Spiele, die ich eigentlich spielen wollte, sind ab 16. Und jetzt habe ich so ein grünes Bändchen bekommen, dass ich Spiele ab 12 spielen darf. Das war aber... Also es war schon scheiße irgendwo, aber es war jetzt nicht weltuntergehend. Auf jeden Fall bin ich dann ein bisschen durch die Messe gelaufen und habe mich dann bei Unge angestellt und hat dann mit ihnen ein Foto gemacht, weil ich einfach ein Foto mit ihm haben wollte. Danach habe ich einen guten Freund Knight getroffen, den ich über den Lennificate-Stream kennengelernt habe. Grüße gehen raus an alle Leute aus dem Stream. Ja, mit dem habe ich mich dann dort getroffen und wir sind dann ein bisschen rumgelaufen. Was mir dann auch auffällt, man kann an einem Tag, wenn man sich wirklich an einem großen Spiel beteiligt, sowas wie Call of Duty, Destiny, Battlefield, Overwatch und so weiter, diese ganzen großen Spiele, sage ich mal, kann man an einem Tag maximal vielleicht 3 spielen. Weil die Warte, also die Schlangen sind echt abnormal lang. Deswegen habe ich mich auch eher zu Indie-Entwicklern gehockt und also zu etwas kleineren Spielen. Hearthstone habe ich auch gespielt, muss ich sagen, die Wartezeit war echt erträglich. Wir haben die ganze Zeit 3DS gespielt, aber ist ja egal. Die Wartezeit war echt gar nicht so lang und da kommt jetzt der Punkt. Der erste Kritik, also richtige Kritikpunkt an der Gamescom.
ich wollte spielen. Hearthstone kennt bestimmt der ein oder andere. Und die Server von Blizzard dort waren so ausgelastet, dass es mich dauernd rausgekickt hat. Die ganze Zeit die Verbindung abgebrochen ist, das Spiel abgestürzt ist, weil das Tablet es nicht gepackt hat und so weiter. Und das hat mich wirklich aggressiv gemacht, weil es gab ein Event, da konnte man so ein Boss mit 1 Million Leben, konnte die ganze Gamescom besiegen und es gab so eine Bestenliste von den Leuten, die am meisten Schaden zugefügt hatten und ich konnte da niemals reinkommen, weil bei mir immer alles abgestürzt ist. Ich weiß nicht, wie es bei der anderen war, aber bei mir war es die ganze Zeit so. Was ich cool fand, waren die Live-E-Sports, also bei WoW war eins und bei Hearthstone. Wo noch eins war, keine Ahnung, ich weiß bloß, dass es bei den beiden war und das war extrem cool. Finde ich ziemlich nice, dass die Gamescom sowas organisiert oder die Publisher, ich weiß nicht, wer das von den beiden macht. Dann habe ich, was habe ich noch alles gemacht? Ja, ganz klar nochmal, allein zum Überschauen habe ich bestimmt schon 2,5-3 Stunden gebraucht. Das ist halt sau lange, deswegen, wenn ihr auf die Gamescom geht, also nehmt euch mehrere Tage, weil einer wird euch niemals ausreichen. Das verspreche ich euch, also an einem Tag schafft man nicht wirklich viel. Ansonsten haben mir die Gamescom echt extrem gut gefallen. Die Kulissen waren extrem schön. Die Kulissen waren wirklich schön eingerichtet. Die ganzen Publisher haben sich viel Mühe gegeben, einem es schmackhaft zu machen. Und das hat echt funktioniert. Also überall, wo man hingeschaut hat, war dort irgendwas Krasses. Und dort, also vor allem bei Star Wars Battlefront, fand ich den X-Wing und den T-Fighter übertrieben geil. So bei Spielen wie bei FIFA war gar nichts. Also, man hätte ja vielleicht als Publisher so ein kleines Fußballfeld aufbauen können. Keine Ahnung, was weiß ich. Wäre lustig gewesen. Das war eigentlich so das, was ich sagen wollte. Der Außenbereich war ich nicht wirklich. Ich weiß bloß, dass von guten Quellen, dass das Essen und Trinken sehr überteuert gewesen sein soll. Aber mein Gott, es ist die Gamescom. Es war mittags ziemlich voll, abends ging es dann wieder, frühs auch, das war es eigentlich, was ich dazu sagen wollte, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao! Stop stalling in the doorway and cancel the cruise control.